migration emergency in Europe has shown us all that migration dynamics are complex. Very many are seeking protection from persecution. Others may be looking for economic opportunities. And not infrequently, when the latter realize that their expectations are unlikely to be met, they are confronted with a difficult situation. They want to return home, but do not have the resources to do so. از قهرمان اسماعیل آمارم از خال که گونده که استم از هیو هشت از درکتم آتوم استانبول استانبول آتوم برغالیا برغالیا آتوم سربیا وان دولت دیدی هنگار یا حتی از گهشتیم ویره یعنی بیجه به هیو ایک پیوه چو Die Situation der abgewiesenen Asylsuchenden ist eine ganz schwierige. Es ist ein ganzes Kartenhaus, das zusammengefallen ist. Die ganzen Hoffnungen, die die Leute hatten, die sie zu uns gekommen sind, fallen mit dem negativen Entscheid zusammen. Es gibt auch ganz viele Erwartungen, die an sie gestellt sind, von ihrem sozialen Umfeld im Heimatland. Und es ist extrem schwierig, in dieser Situation zurückzukehren, wenn man nichts in der Hand hat. Wenn die Person einmal ihren negativen Entscheid konnte, mehr oder weniger akzeptieren, dann ist sie einen Schritt weiter und dann kann man anfangen, mit dieser Person über ein Rückkehrprojekt zu reden. Le premier entretien est toujours difficile. Il faut d'abord faire connaissance, il faut d'abord créer du lien. C'est aussi des situations de crise, des situations très émotionnelles. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'offrir aux personnes qui doivent ou qui veulent quitter la Suisse, c'est juste de leur offrir un espace, mais un espace sécurisé où il n'y a pas de sanctions. Ça veut dire un espace neutre et impartial, un espace dans lequel les personnes qui souvent ne sont que des dossiers ou des réfugiés ou des étrangers ou des apatrides, on leur permet simplement, enfin on essaye modestement, de leur permettre d'exister comme personne. Juste un moment dans leur parcours migratoire. جاو چپ اشاره خواب اپ تلفن کن وزیره کی ها نمیچشنه دد یدی میگراسیونسگشیخته ایش ان اینسلگشیخته ایش از اینسل شیکسال wo man probiert, mit der Rückkehrhilfe auch so gut wie es geht, möglichst auf die individuellen Bedürfnisse auch einzugehen. Aber klar ist auch, dass die Rückkehrhilfe ein Teil ist von einer ganzen Rückkehr. Ein System von einer Rückkehrpolitik. Das System als solches muss glaubwürdig sein. Also, man kann nicht nur einfach die freiwillige Rückkehr fördern, ohne dass das im Gesamtsystem ist. Es muss immer auch klar sein, dass wenn jemand nicht freiwillig mit Hilfe gehen möchte, dass es auch einen Plan B gibt, dass es notfalls eine zwangsweise Rückkehr gibt. Romanshorn and wishes you a pleasant journey. Next stop, Zurich Airport. Personen an sich definieren ihre Rückkehr definieren oder ihre Rückkehrungsform. Und ich denke, das ist eine wichtige Botschaft, dass die Leute eigentlich verstehen, ich bin für meine Rückkehr verantwortlich. Also, sobald eine Person in unfreiwilligen Bereich hineinkommt, weil sie die Fristen verstreichen lassen hat, weil sie die Einwirkungspflicht nicht wahrgenommen hat, ist die Möglichkeit erloschen. Also, sie kann nicht mehr die Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen in diesen zweiten Phasen. Eine Person, die das Land verlassen muss,
die hat eigentlich die zwei Perspektiven. Und die müssen wir beide zusammen ganz offen und ehrlich darlegen. Oder? Einerseits die Perspektive heimzugehen mit einer Rückkehrhilfe, mit einem Projekt vor Ort, wo er wieder eine gewisse Perspektive hat in seinem eigenen Land, oder? Wo er in seiner Familie leben kann und wo er das Leben selber in die Hand nehmen muss. Oder? Das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, für sich zu entwickeln, selbstverständlich. Und auf der anderen Seite die Perspektivlosigkeit in der Schweiz. Wir haben zum Teil Arbeit für die anerkannten Flüchtlinge, für die vorläufig aufgenommenen. Aber für die, die gehen müssen, ist es einfach fast sie angelogen, wenn man dann sagt, schaut, ihr habt hier Perspektiven und dann suchen die Jobs, sie können die Sprache nicht, sie haben keine Arbeit. Das wäre nicht korrekt. Deshalb ist es besser, freiwillige Rückkehr mit Projekt, das eröffnet eine Perspektive in ihrem Heimatland. Pour trouver du travail, il faut voir du papier. Et pour voir des papiers, c'est pas facile ici. Ça dépend de la situation que tu as en Suisse. Ça veut dire un migrant sans papier, c'est comme quelqu'un est mort, mais il est vivant en Suisse. Tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives à rien faire. Et si une journée, tu te réveilles le matin, entre guillemets, tu te réveilles à 8h, 9h, on repart le petit-déj, on mange. Et après, on revient au lit. On reste jusqu'à midi, une heure. Après, on va à la cuisine, on repart. On mange, après, on revient ici, on dort. Et c'est ça, la journée. Des fois, on fait un petit tour ici, mais après, une fois par semaine, on dort toute la journée. Parce qu'il n'y a rien à faire. Par rapport à l'argent, par rapport à tout, il n'y a rien à faire. Pour moi, c'est un petit peu l'enfer. Et pour ça, j'ai choisi le retour. Parce que si je ne retourne pas, je suis sûr que ça va être un peu... Même moralement, ça ne va pas être bien. Die Personen, die zurückgehen, die sind vielleicht bereit, zurückzugehen, aber es ist nicht ein Erfolg, wenn sie zurückgehen. Oft haben sie gemerkt, das ist nicht möglich. Ich muss eigentlich zurückgehen. Demande une assistance pour un petit business. Et c'est un fast-food ou un restaurant, restauration rapide. Restauration rapide. Damit sie auch vielleicht neue Perspektiven aufbauen können, brauchen sie eine Vertrauensperson. Und das Vertrauen, es braucht Zeit. Es braucht Gespräche. Das machen wir nicht in einer Stunde. Zuerst schauen wir mit den Leuten, ja, was denken sie über Rückkehrhilfe? Haben sie schon davon gehört? Haben sie Projekte? Haben sie überhaupt Familie dort? Wie stellen sie sich die Rückkehr vor? Und sie müssen merken, dass man uns an sie interessiert, dass wir da sind, um ihnen zu helfen. Mais ce projet, c'est ma vie. C'est-à-dire pour m'ouvrir la vie de travail, d'intégrer aussi. Un petit endroit où je travaille, c'est un petit restaurant, fast-food. J'espère que ça va être mieux et bien. Den Leuten zu helfen in der Schweiz ist derart sündhaft teuer. Vom Übersetzer zum Jurist zum Zahnarzt etc., dass jede Rückkehrhilfe ja eigentlich kostengünstig ist. Umso wichtiger ist sie und umso besser sollte sie eingesetzt werden. La question qui se pose, c'est quelles sont leurs perspectives? Quelles sont leurs perspectives en Suisse? Quelles sont leurs perspectives à l'étranger? Et si nous avons amélioré les projets, les espoirs qu'ils peuvent placer en cas de retour, eh bien, leur retour se passe d'autant mieux. Donc, pour moi, c'est aussi bien sur le plan économique, politique, humain, une solution raisonnable. Die Rückkehrhilfe ist ein sehr sinnvolles Instrument, um einen Beitrag zu leisten zur Lösung der Asylproblematik. Wer einen Anreiz hat, dass er wieder in sein Heimatland zurückkommt, den soll man unterstützen. Menschen haben sie selber und ihre ganze Familie Geld investiert, in der Hoffnung, eine neue Zukunft in der Schweiz zu finden. Und wenn das nicht möglich ist, sollte man ihnen eine Rückkehr in Würde ermöglichen. Dazu dient die Rückkehrhilfe. Falsch ist es,
wenn man die kürzt bei Leuten, die länger schon da waren. Ich finde, auch denen sollte man die Möglichkeit geben, mit erhobenem Kopf wieder heimzukommen. Quando eu abandonei Angola, eu chorei muito. Foi muito difícil para mim deixar os meus irmãos, os meus pais. Foi muito difícil. E durante esses 13 anos que eu fiquei fora da Angola, foi muito difícil porque eu estava sempre dividida. Meu corpo estava aqui, mas a minha mente em Angola. E isso foi muito, muito, muito difícil. Nelly, vai só buscar Kleber, faz favor, e a Xere. Traz sua Kleber e a Xere. No teu quarto, Bite. Tem que ter Xere. Bite, meu amor. Ja, zuerst dachte, sie macht Spass. Ich dachte, wirklich, Mami, nein, du machst doch nur Spass. Und dann hat sie gesagt, ja, wir gehen zurück. Bin ich recht traurig geworden. Weil ich hier so viele Kollegen und wir sind schon einmal umgezogen. Habe ich alles neu aufgebaut, Kollegen finden und so. Etwas Trauriges, aber etwas so Cooles. Ein neuer Anfang in einem anderen Land, andere Kultur, andere Menschen. É uma mudança radical, muito brusca. Novos amigos, escola, tudo novo. Ja, sie hat mir auch erzählt, dass sie eine eigene Bäckerei auftun will, in Angola. Mit dem wir das Geld verdienen. Und auch noch so einen kleinen Kiosk einfach. Pastelaria e Padaria Margarida. Este é o nome que eu estou pensando em colocar. Ich bin fest davon überzeugt, dass gute Rückkehrhilfe basierend auf Freiwilligkeit und wo sorgfältig hört, was die Leute selber wollen, dass das gute humanitäre Hilfe ist und in einer guten humanitären Tradition steht. Aber es bedeutet natürlich auch, dass man nicht einfach jemandem ein paar Nötchen in die Hand drücken kann und sagen, das ist jetzt Rückkehrhilfe unter der Bedingung, dass du nicht wiederkommst. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass Rückkehrhilfe nicht einfach heisst, Geld verteilen, sondern dass man mit dem, der zurückgeht, anschaut, was er genau machen will, dass man auch klare Ziele formuliert, ihn bei der Verfolgung dieser Ziele auch beratet und unterstützt. Und das Geld wird ja auch nicht einfach bar ausgezahlt, sondern ist meistens gebunden an ganz konkrete Sachleistungen. Und letztlich sind die, die finanziert werden. Und es ist ganz wichtig, dass man für den Erfolg von einem Rückkehrprojekt, dass das eben quasi ein maßgeschneidertes Projekt ist, das zugeschnitten ist auf den Zeitpunkt der Rückkehr, auf das Herkunftsland, aber auch auf die individuelle Situation des Rückkehrs. Keine Einnahme und Tag 5 eine nehmen. Okay. Dann kannst du sonst Mami auch noch ein bisschen übersetzen. Es ist nicht so schwierig geschrieben. Gell? Einfach immer am Morgen gerade nach dem Aufstehen und dann eben eine Stunde warten. Okay. Mit Essen und Trinken. Okay. Normal. Super, du bist fertig. Ah, oh, ja. Voilà. Merci vielmals. Bitte bis gleich, oder? Ja. Tschüssli. Hast du gut gemacht, gell? Hier die Türe 3 nehmen. Nicht eins, nicht zwei, Nummer 3. J'ai beaucoup de respect pour ces situations d'exil. Il y a des personnes qui d'entrée vont être satisfaites avec l'aide au retour. Il y en a d'autres qui vont dire pour moi c'est pas suffisant. Ça fait partie, si vous voulez, du processus de l'aide au départ qu'on mène avec les personnes. Mais ça, pour nous, dans notre fonction, c'est quelque chose d'acceptable. On n'est pas là pour juger. On est là pour essayer de construire un projet avec des personnes qui doivent quitter la Suisse ou qui veulent quitter la Suisse. Eu é que tomei a decisão de voltar. Sim. E eu mesmo é que disse: chega, me vou. Decisão foi minha. Eu vou voluntária. Mente. Cá na Suíça há conforto que em Angola não temos. Cá na Suíça
eine gute Medizin, gute Mediker, die wir in Angola nicht haben. Mas é assim, não há coisa melhor que estar no nosso país, estar com a nossa gente, com o nosso povo, nossa cultura, no sítio onde você nasceu. Não há coisa melhor que esta. É a ajuda para o viaje de $196. Tchau, que les vaya bem. Jede Ausreise ist etwas anderes, ist ein neuer Fall, ist oftmals sehr komplex für die Personen. Wenn sie dann schon mal da sind, merken sie meistens erst beim Check-in, dass jetzt definitiv die Ausreise bevorsteht. Suiza, Tranquilidade na Suiça, te dejo com muitas saudades. Tive muitos momentos bons nesse país. Fiz muitas amizades, fiz muitas irmãs, muita gente que eu conheci nesse país. Die letzten 15 Jahre anschauen, insbesondere die letzten 5 Jahre, kann man sagen, dass in vielen Orten der Welt Entwicklungsfortschritt letztlich durch Gewalt und Gewaltkonflikte wieder zerstört wurden. Das spricht aber nicht gegen das Instrument der Rückkehrhilfe, das spricht einfach nur für die enorme Gefahr von Konflikten und für die negativen Auswirkungen, die Konflikte haben. Ja, weil eigentlich, wenn es die Rückkehrhilfe gar nicht braucht, weil schon gar niemand in die Schweiz kommt, weil nämlich die Lage in den Herkunftsstaaten so ist, dass die Leute nicht zuerst in die Schweiz kehren, um nachher dort eigentlich eine bessere Zukunft zu haben. Also das wäre eigentlich die Vision, ein bisschen die Abschaffung der Rückkehrhilfe fast. Aber ich glaube, mit dem können wir in der nächsten Zeit leider nicht rechnen. To this day, these programs continue to be in high demand by both migrants and governments. Simply because they are the most humane and productive way of returning home. I am Lal Gaire, one of the 8 Gaurians in Chitwan. I am in the family of 5 people. My Srimati. You will tell the Frau von Botschaf. Yeah. Und ich bin Freude.